Hallo zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Ich habe heute ganz neu das Motorola Moto G bekommen. Das ist das erste Smartphone, das Motorola entwickelt hat, nachdem sie von Google gekauft wurden. Inzwischen gibt es ja auch noch das Motorola Moto X und Google hat ja Motorola auch schon wieder verkauft. Das Moto G ist ein Einsteiger-Smartphone. Es ist ohne Vertrag zu einem Preis von ca. 170 Euro verfügbar im Handel. Ich habe es für 0 Euro in einem Vertragsabschluss bekommen. Wie ihr schon seht, die Verpackung ist sehr klein. Sie enthält das Smartphone selbst, das bereits zusammengebaut ist. Die Hintergrundfläche fühlt sich etwas wie Leder an, ist aber Kunststoff. Ansonsten enthält die Verpackung nicht sehr viel. Ein Micro-USB-Kabel ist dabei und verschiedene Anleitungen. Das war's auch schon. Kein Ladegerät. Wer ein Ladegerät benötigt, der muss das separat kaufen. Ich selbst habe damit kein Problem, denn ich habe für meine anderen Geräte entsprechende Ladegeräte, die ich auch hier an dem Gerät benutzen kann. Wer aber bisher so eines noch nicht hatte, muss sich das separat dazu kaufen. Das ist hier nicht mehr mit enthalten und soll auch ein wenig Umweltschutzgründen dienen, damit man nicht zu Hause zigtausend davon rumliegen hat. Seitlich an dem Gerät befinden sich der An- und Ausschalter sowie der Lautstärkeregler. Oben in der Mitte befindet sich die Kopfhörerbuchse. Ganz unten der Micro-USB-Anschluss, den man dann auch zum Laden nimmt. Die SIM-Karte selbst muss man innen reinstecken. Dazu muss man das Gerät von oben öffnen. Frauen mit langen Fingernägeln sind da auf jeden Fall bevorzugt. Es ist halt nicht ganz so einfach, wie man sich das eigentlich wünscht mit der Öffnung. Hier hätte man vielleicht irgendwie anders agieren können und zum Beispiel die Öffnung für die SIM-Karte auch nach außen legen können, wie es bei anderen Herstellern teilweise der Fall ist. So schaltet sich das Gerät zwischendurch auch mal selbstständig ein, wenn man es versucht zu öffnen. Was aber auch beweist, dass der Akku halt auch gleich mit drin ist. Irgendwann schafft man es dann doch noch, das Gerät zu öffnen. Und wie man sieht, der Akku ist gleich drin verbaut. Die Öffnung für die SIM-Karte befindet sich hier an der Seite. Eine normale, herkömmliche SIM-Karte passt da also gar nicht rein. Man braucht die Micro-SIM. Mal schauen, wie rum. Aha. Okay. So rum rein. Bis man das Knacken hört. Deckel wieder drauf. Das geht bedeutend einfacher. Gerät anschalten, was es jetzt schon ist, nachdem ich rangekommen bin, und schon kann man es verwenden. Tja, das war so erstmal
das erste Video von mir zum Motorola Moto G. Für mich wird das Gerät eher als Zweitgerät dienen und für die reine Telefonie verwendet werden. Im ausgelieferten Zustand bekommt man das Gerät mit Android 4.3. Es gibt aber bereits ein Update für Android 4.4.2, sodass man auch hier mit der aktuellen Version hantieren kann. Tja, wie sich das Gerät bei mir im Test schlägt, werde ich demnächst rausfinden und dann auch mit einem separaten Video darüber berichten. Vielen Dank und tschüss!